Silber jetzt kaufen. So lautet der Titel dieses Videos. Die Silberpreisentwicklung. Tja, die Silberpreisentwicklung hat sich letztendlich so entwickelt, wie ich es letztes Mal mir schon gedacht habe. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz den Chart herzaubern, den ich da hatte. War das jetzt ein, das war ein Wochenchart. Das sieht jetzt gerade irgendwie so komisch anders aus. So, jetzt habe ich wieder so, wie ich in meinem letzten Video auch hatte. Ich verweise hiermit auch auf das letzte Video. Und da hatte ich schon gesagt, dass wir uns in Richtung, ja, eben wieder dieser unfassbar, ja doch sehr starken Zone hier, die hier seit, wir sind hier im Jahre 2014, letztendlich, ja, jetzt mittlerweile sogar durchbrochen. Aber wir bewegen uns jetzt wieder in auf Richtung so Feinunze, Anlagemünze, wie zum Beispiel Kangaroo, ja, diejenigen von euch, die im Edelmetallen ja da schon eben versiert sind, die kennen also diese Anlagemünzen, ja, die kriegst du jetzt wieder so zwischen 15 und 16 Euro. Das ist meiner Meinung nach, kann man jetzt mittel- bis langfristig, könnte man jetzt wieder anfangen, welche zu kaufen. Ich habe jetzt fast ein Dreivierteljahr keine gekauft, weil wir einfach immer so um die 20 Euro herumgependelt sind und wir einfach schon seit ja jetzt über 6 Jahre in so einer Range uns hier befinden, ja, und mir war es einfach immer zu teuer, ja, und ich wusste ja auch letztendlich, oder ich war zumindest davon überzeugt, Wissen ist ja nicht, Wissen tun wir es ja erst seit kurzem, dass der Silberpreis immer grundsätzlich manipuliert worden ist. Jetzt sehen wir aber hier, dass der Silberpreis so richtig abrauscht. Wir können natürlich jetzt halt hier mittellangfristig hier anfangen zu kaufen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Folgendes nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt aufgrund der ganzen Begebenheiten, ja, also Ölschock, was halt, wissen wir alles, Coronavirus, Auswirkungen, die kompletten Grenzen haben dicht gemacht und so weiter, ja. Wenn wir jetzt, wir befinden uns in einer Rezession, zumindest in Deutschland und in Europa, und das aber schon länger, das hat jetzt nicht erst seit 2 Wochen, ja, zumindest in der Industrie. Da habe ich schon unzählige Videos gemacht, ja, weil ich hier auch einen direkten Draht dazu habe. Auf jeden Fall, wenn natürlich diese Rezession in eine Depression, ja, umschlägt, ja, also so, wenn wir jetzt hier ein zweites 1929 bekommen, dann ist natürlich der Silberpreis auch mal ganz schnell, und dazu mache ich jetzt hier mal aus dem Ding hier mal einen Monatschart, und dann muss ich das hier wieder so zusammenziehen, eine Sekunde dauert das, ach, das, warum sieht das jetzt hier wieder so komisch beschissen aus, weiß ich auch nicht. Also wir sehen hier, dass der Silberpreis auch schon mal niedriger war. Ja, und zwar zum Zeiten der Finanzkrise war das Ganze auf, ja, mal kurz hier einzeichnen, wo waren wir da so, 9 Euro, 9 bis 10 Euro. Also ruckzuck mal auf 10 Euro, ja. Und somit hätten wir zum ersten Mal letztendlich seit dem Verlassen, ja, seit damals, seit dieser Hoss, Silber- und Goldhosse, das war im Jahr 2010 bis, wo es richtig losging, September 2010, also so eine Euro-Krise, September 2010, da ging es rauf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, September 2010, das ist jetzt 10 Jahre her. Mehr oder weniger. 10 Jahre. Ja. Wir steuern also quasi in Richtung der Tiefs im Silberpreis vor 10 Jahren. Also das Zeug kann noch günstiger werden, wenn wir, wie gesagt, hier eine Depression abrutschen. Und einfach die Nachfrage entsprechend noch mehr sinkt. Ja, bei Silber ist es ähnlich wie beim Öl. Die Nachfrage bestimmt, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Ja. Und das Ganze wird sich dann hoffentlich wieder stabilisieren. Denn es gibt natürlich eine ganze Menge Silbermünzen, Minen.
also Silberminen, die sozusagen ab, ja, sagen wir mal so 14, 15 nicht mehr profitabel sind. Ja, und desto weiter der Preis eben sinkt, desto mehr sterben von denen halt wieder weg. Ja, das heißt, das ganze Angebot wird dadurch wieder verknappt und dann sollte sich der Preis eigentlich irgendwann wieder regulieren, wenn die Nachfrage dann auch irgendwann mal wieder sich stabilisiert. Und in Kombination mit, ja, na, vielleicht dann bevorstehenden Euro-Krise oder eine leicht ansteigende Inflation und all diese Komponenten, also währungspolitische Komponenten hier im Europaraum. Der Europaraum ist natürlich nur ein Teil der Weltwirtschaft. Könnte man davon ausgehen, dass es sich lohnen könnte, hier eben wieder anfangen zu kaufen. Ich habe jetzt wirklich lange nicht gesagt, ich habe jetzt wirklich lange gesagt, ich kaufe nichts. Ja. Was soll ich mit dem ganzen Edelmetallzeugs? Ja. Das da irgendwo im Tresor rumliegt. Ja, ich kann mir davon ja jetzt wirklich nichts kaufen. Das Ganze ist nur als Versicherung zu sehen. Und man möchte aber trotzdem auch eine Versicherung, möchte man möglichst günstig einkaufen. Ja. Und als solches ist natürlich auch spekulative Aspekte mit dabei. Ja. Also so gesehen. Ja, was hier noch dazu zu sagen, also ich denke mal, ich habe letztendlich so vom Timing her, war ich bis jetzt immer relativ auf der sicheren Seite, sodass ich sagen kann, ich habe das Zeug nie wirklich für mehr als wie 15, 16, maximal mal 18 Euro eingekauft. Ja, das werde ich auch so beibehalten. Und wenn, wie gesagt, über eine anstehende, wenn jetzt wirklich die Rezession verschärft sich, ja, ich möchte das Wort Depression nicht so häufig in den Mund nehmen, sonst kriegen die Leute irgendwie, ja, disliken dann wieder mein Video oder so. Was mir auch egal ist im Grunde. Aber dann ist natürlich klar, dass der Silberpreis nochmal abstürzt. Ja? Also das muss euch auch klar sein, wenn ihr jetzt anfangt, hier wieder zu kaufen. Ja? Du musst halt eben da durchhalten. Also sowas wie so Trading-Geschichten, extremst heikel das Ganze. Ja? Extremst heikel. Ich mache jetzt dann noch gleich ein DAX-Update. Da sind wir eben genau in die Zone reingerutscht, die ich auch am Freitag schon gesagt habe, die als nächstes kommen würde, könnte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also einfach das DAX-Video noch anschauen, wenn ihr euch das Lust habt, was ich dazu sage. Wie gesagt, ich bin im DAX Short. Das gleicht ungefähr die paar Aktien aus, die ich noch im Portfolio habe. Das heißt, ich bin jetzt gerade aktuell, müsste ich mal schauen. Ich bin jetzt gerade 55 Euro minus. Ja. Und das bei einer Depotgröße von ja, die sechsstellig ist, ja. Das heißt, ich habe natürlich das meiste Cash. Dann ist heute mein VIX im Plus mit 4%, mein DAX Short mit zwischen 6 und 8% schwankt das. Und die paar Aktien, die ich da habe, Wirecard und Siemens und so weiter, die sind natürlich fett im Minus, aber das balanciert sich eben aus. Und von daher bin ich wieder mehr oder weniger auf plus minus null. So sollte es auch sein, weil natürlich man nie ausschließen kann, dass es irgendwann mal eine Gegenbewegung, also zu einer Gegenbewegung kommen wird, aber darüber dann eben mehr im nächsten Video. Dieses Video sollte ausschließlich über den Silberpreis sein, beziehungsweise Gold. Gold, wenn wir uns ganz kurz anschauen, ist das gleiche Prinzip der, ja, Liquiditätsmangel, ja, Liquiditätsmangel drückt auch den Goldpreis runter. Das ist immer das gleiche Prinzip. Gold ist schön, Gold ist sicher, Gold ist das älteste Währungsmittel der Welt und so weiter und so weiter. Aber wenn du Geld brauchst, um deinen Kredit zu bedienen, wenn du Geld brauchst, um Brot einzukaufen oder Vorräte oder also was auch immer, ja,
oder einfach nur Geld brauchst, weil irgendwelche anderen Sachen, weil du deinen Job verloren hast. Ja. Oder weil dein Business nicht mehr läuft. Ja, kein Cashflow mehr produziert. Dann plötzlich verkaufst du auch garantiert deine Goldmünze, weil du eben Geld brauchst. Flüssige Mittel. Ja, und das ist eben das, was jetzt eben stattfindet. Das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Das ist auch das, was die Bücher sagen, wie Machtbeben und Schwarze Schwäne und all diese Bücher. Ich meine, das ist ja letztlich Wissen, das weitergegeben wird von Person A zu B zu C. Ja? Niemand erfindet Wissen. Wissen wird weitergereicht. Ja? Von daher geht es nicht darum, was ich weiß und was du nicht weißt, sondern, oder was jemand anderes wusste, sondern es geht darum, dass wir alle uns auf einem gewissen Wissensstand eben entwickeln, dass wir hier nicht immer wieder auf so Sachen reinfallen, dass wir zum Beispiel hier oben dann einfach kaufen und uns dann wundern, ah, scheiße. Jetzt habe ich doch da Gold gekauft. Gold ist doch so geil, ja. Und jetzt ist Gold wieder 20% gefallen. Wie ist denn das überhaupt möglich? Und jetzt brauche ich auch noch Geld, weil ich gerade mein Business nicht mehr so gut läuft oder meine Kneipe zumachen muss oder mein Geschäft geschlossen wurde. Zwangsschließung wegen dem Coronavirus. Tja, jetzt muss ich das Gold um 20% weniger verkaufen, als ich es noch vor ein paar Monaten gekauft habe. Oh, Gold ist doch so schön, ja. Und trotzdem hast du einen fetten Verlust. Ja? Also schaut euch einfach meine Videos immer wieder an. Ich weiß, mein Kanal ist nicht besonders groß, aber solche Zusammenhänge, die verstehe ich relativ gut. Ja? Ich bin zwar kein Professor oder sowas, ja? Aber das sind einfach ganz banale, ja auch wirtschaftspsychologische Zusammenhänge. Ja? Wann ist was günstig, wann ist was teuer? Ja? Muss ich die Dinge immer dann kaufen, wenn jeder drauf springt? Ja, genauso der Grund, warum ich auch im Dezember schon aus Aktien raus bin, teilweise, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, wie jeder Hans Dampf, ja, also wirklich jeder, davon überzeugt war, das ist das Wahljahr 2020, das wird super, ja, super wird das, ja, weil das ist ein Wahljahr und im Wahljahr sind die Aktien immer gestiegen schon, das war schon immer so und bla bla bla. Habe ich mir schon gedacht, ja, wenn das jetzt wirklich alle so der Meinung sind, ja, dann verkaufe ich mal schon meine Aktien, ja, weil sie sind ja recht gut gelaufen. Ja, an Gewinnmitnahmen ist niemand gestorben. Ich habe natürlich nicht gewusst, was jetzt passiert. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ja alle verkauft. Habe ich ja nicht. Ich habe ja nur die Hälfte verkauft. Aber immerhin, er hat mir eine Menge Geld gespart, ja, schon damals. Okay, also, das soll es gewesen sein, zum Thema Silber-Goldpreis und nochmal die Zusammenhänge und warum es eben nicht immer nur Silber, Gold, auch was, wie toll die auch immer noch sein mögen, diese Edelmetalle, ist einfach auch hier mit Besonnenheit, ja, die Dinge einkaufen, wenn sie eben zum richtigen Zeitpunkt, also wenn sie eben auch entsprechend günstiger sind, ja, und ja, das soll es eben gewesen sein zu diesem ganzen Gold- und Silber-Thema und Liquidität. Und man sollte sich das immer im Zusammenhang mit seiner Liquidität, mit seinem Cashflow und all diesen Dingen, weil manche, die sozusagen auch so, ja, jetzt auch ganz stark sich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich kaufe jede Woche Aktien nach, mir ist egal, was der Markt macht. Oder ich kaufe jede Woche Edelmetalle nach, mir ist egal, was der Markt macht, ja. Zum Beispiel der Edelmetallhändler in München, den ich immer nutze, der hat gerade so viele Anfragen, dass er irgendwie. Dass du irgendwie jetzt bist auf einer Warteliste von 3 Tagen oder sowas, ja. Leute, die Edelmetalle, die können doch mal 20, 30% fallen. Ja. Ohne weiteres. Ja? Der Silberpreis auf 10 Euro, warum nicht? Ja? Ich frage mich immer, die ganzen Leute, die sich jetzt da so reinwerfen, haben die endlose Cashflows? Ja? Haben die jetzt super safe vermietete Häuser, wo ständig neuer Cashflow nachkommt? Ja? Egal, welche Krise da auf uns zukommt. Ja? Sodass sie jetzt einfach da immer schon fleißig nachkaufen können und sich einen guten Cost Average dadurch herausholen. Oder ist vielleicht auch dieser Cashflow in Gefahr? Ja? Sollte man da vielleicht eben entsprechend
mit einem gewissen Maß an Argwohn auch auf seine Cashflows. Ja. Also mir ist es manchmal nicht ganz klar, welche Businessmodelle manche Leute haben, dass sie eben so unglaublich davon überzeugt sind, dass ihre Cashflows auch in den verschärften Rezessionen einfach nicht einbrechen werden. Also, hab sich einfach mal darüber Gedanken machen, bevor es zu spät ist, und das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein, Automation Millionär, und tschüss.